Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will am Anfang, weil ich auf die Rede von Frau Pau folge, ihr ausdrücklich danken für ihr großes Engagement in der letzten Legislaturperiode in der Expertenkommission, aber auch als Mitglied des Präsidiums des Deutschen Bundestages. Sie haben viel geleistet dafür, dass wir heute eine Grundlage der Debatte haben. Sie haben viel geleistet, mit persönlichen Anfeindungen verbunden, hier in Ihrer Heimatstadt Berlin und in ganz Deutschland und übrigens auch in der Auseinandersetzung über Antisemitismus in Ihren eigenen Reihen. Dafür herzlichen Dank. Wir haben heute hier eine Debatte, und es wird mit Sicherheit nicht die letzte sein, die uns in dieser Legislaturperiode mit dem Antisemitismus in unserem Land, in unserer Gesellschaft beschäftigt. Und die Expertenkommission ist sehr klar gewesen in der Feststellung darüber, dass es Antisemitismus Land auf Land abgibt, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, bis in Gewerkschaften hinein, bis in Kirchgemeinden hinein, ja, und bis in Parteien hinein. Und Frau von Storch, es ist ein verdammt billiges Mittel, sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, ja, ja, das haben wir, aber eigentlich haben wir doch Antisemitismus nur aus einer Richtung. Nein. Sie haben in Ihren Reihen Herrn Höcke, der das vielleicht wichtigste Denkmal in Deutschland, hier in der deutschen Hauptstadt, das Holocaust-Denkmal, auf unflätigste Art verunglimpft. Er bleibt Mitglied Ihrer Partei, und Sie verteidigen ihn. Das ist Antisemitismus, wie wir ihn in Deutschland haben, in aller Härte. Und Sie haben in Ihrer Partei Herrn Gedeon. Herr Gedeon kann als zu Recht als Holocaust-Leugner bezeichnet werden. Und Sie stellen sich hier hin und zeigen mit dem Finger auf andere. Nein, Frau von Storch, so geht es nicht. Wenn Herr Meuthen sagt, er sieht keinen Handlungsbedarf bei Herrn Gedeon, dann haben Sie ein krasses Problem mit Antisemitismus, Frau von Storch. Und drittens, Sie argumentieren hier mit Umgang. Und damit, dass dort die Synagogen nicht geschützt werden müssen. Und ich finde es ein Drama, dass das in unserem Land so ist. Ich finde es ein Drama, dass in unserem Land Polizistinnen und Polizisten vor Synagogen stehen müssen, ja. Und ich habe mir niemals gewünscht, in so einem Land leben zu müssen. Aber jetzt Ungarn als leuchtendes Beispiel hinzustellen, ist doch absurd. Zunächst mal, die Synagogen in Deutschland wurden auch vor 2015 leider bewacht. Die Synagogen in Deutschland sind auch vor 2015 und bevor mehr Flüchtlinge gekommen sind, in diesem Land in großer Gefahr gewesen. Hören Sie auf, Herrn Orban als den Oberdemokraten darzustellen oder vielleicht auch noch denjenigen, der die Hort gegen Antisemitismus. Und jetzt will ich Frau Göring-Eckardt. Darf ich Sie unterbrechen? Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Storch? Nein, ich glaube, sie hat genug geredet und es hat uns gereicht hier im Parlament. Ich will an dieser Stelle aber mit ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich glaube, dass wir mehr vor uns haben als nur allgemeine Bekenntnisse. Wir werden auch in Zukunft weiter sagen müssen und darum kämpfen müssen, dass völlig klar ist, das Existenzrecht Israels steht in diesem Land nicht in Frage. Und es steht auch nicht in Frage. Es steht übrigens auch nicht in Frage unter verschämter oder unter irgendwelchen anderen Vorzeichen. Man kann nämlich nicht sagen, es ginge doch nur um Israel-Kritik, wenn man Antisemitismus meint oder gar irgendwelche Verschwörungstheorien haben. Und ja, sie kommen von allen Seiten der Gesellschaft. Also, wir werden auch weiterhin über die Frage des Existenzrechts Israels reden müssen. Und zuletzt will ich einen Satz sagen, der mir persönlich besonders wichtig ist, auch wenn meine Redezeit vorbei ist. Viele haben hier gesagt, es ist wichtig, für die Jüdinnen und Juden in unserem Land, dass sie hier sorgenfrei und sicher leben können. Ich teile das. Aber ich glaube nicht, dass wir Antisemitismusdebatten führen für die Jüdinnen und Juden in diesem Land. Wir führen sie für uns selbst. Ich möchte ganz persönlich, ich als Bürgerin dieses Landes, in einem Land leben, in dem Antisemitismus keinen Platz hat. Das tun wir für uns, das tun wir für unsere gesamte Gesellschaft. Und deswegen müssen wir klar sein und hart in der Haltung bei jedem und jeder, der das in Frage stellt, egal woher er kommt und egal warum, meine Damen und Herren. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Abgeordnete Dobrindt für die Fraktion der CDU-CSU.